Herzlich willkommen zu Dying Light mit dem Taverno. Wir haben jetzt hier in der letzten Folge ja kennengelernt, dass Antizipin kein Heilmittel ist, sondern eher ein Verzögerer. Und ja, jetzt sollten wir hier mit einem von diesen Typen sprechen. Ich weiss noch nicht, welcher der Spike ist. Und der hat uns dann den ersten Auftrag. Das heisst, wo wir dann müssen mal so richtig loslegen. Wo wir wahrscheinlich da ein bisschen auf uns allein gestellt sind. Also, suchen wir den netten Spike. Spike. Wir müssten ihn nicht suchen, wenn wir auf Minimap schauen, hä? Sali Spike. Was liegt da noch? Kann ich das nicht nehmen? Schade. Hätte ich aber gern. Hey, also Spike, ciao. Ich bin Crane. Echt toll. Noch so ein Ungelernter. Na gut, Klappe und zuhören. Es gibt zwei Arten von GRE-Paketen. Die einen mit Nahrung, Medizin, Überlebensausrüstung etc. Die anderen enthalten Antizin. Der GRE sendet eine Videobotschaft, wenn eine Lieferung unterwegs ist. Leider schnappen sich Rais Schläger immer wieder das abgeworfene Antizin. Und ohne Antizin sind wir völlig aufgeschmissen. Rais und seine Jungs sind nur tagsüber aktiv. Im Dunkeln macht man es da draußen ja auch nicht allzu lange. Die nächsten zwei Antizin-Pakete kommen heute Abend runter und Bracken will sie sich holen. Das könnte unsere einzige Chance sein, sie zu erreichen. Was soll ich tun? Wie gesagt, nachts loszuziehen ist quasi Selbstmord. Oder wäre es, wenn ich nicht seit Wochen Unterschlüpfe und Fallen vorbereitet hätte. Brackens Team wird's heute Nacht schaffen, wenn du da draußen die Fallen scharf machst. Das ist deine Aufgabe. Okay, was für Fallen sind das und wie macht man sie scharf? Ich werde die Anweisungen durchgeben. Nicht vergessen, ohne diese Fallen überlebt Bracken die Nacht nicht. Und wenn er kein Antizin mitbringt, sind wir verloren. Nimm dir ein paar Böller, bevor du losziehst. Selbst gebastelt. Sind eine gute Ablenkung, wenn du Ärger kriegen solltest. Danke für die Info. Aha. Mit Tabulator und Taste 1 können wir also Dings wechseln. Wollen wir? Wir haben ein Tischbein. Wir haben ein Rohr. Wir haben nichts. Wie kann man das ausrüsten? Wir haben Dietrich, Stromkabel. Böller. Okay. Und wenn ich da aufs Eis gehe. Aha. Auf dem Eis hat man die Zusatzausrüstung. 1 bis 4 nehme ich an. Nein, einfach nur 1. Und auf dem Tabulator kommt man auch die Schlagwaffe an. Okay. Kennt man ja, das Menü kennt man ja so. Bekannte Spiele sonst. Okay, machen Sie sich für Brackens Mission. Eine Falle scharf. Da heißt es, dafür mir da schon frei, da das Gelände verloren. Ah, das wäre noch ein Tipp gewesen. Auch ein bisschen russischer Akzent, oder wie? Und da oben? Du scheinst nicht recht auf dem Posten zu sein. Keine Sorge. Sarah wird eine Lösung finden. Hast du das über Rais gehört? Dieser Bastard. Also, machen wir es doch auf den Weg. Hat da jetzt alles Schaden gegeben? Nein. Plündern ist der Schlüssel zum Überleben. Durchsuchen Sie Leichen, verlassene Autos, Möbelstücke und sogar Mülleimer, um Geld, Waffen und Werkzeugteile zu finden. Nutzen Sie Ihren Überlebenssinn. Um Gegenstände, die sie plündern können, zu identifizieren. Aha. Testen wir doch den gerade mal. Nächste Seite. Suchen Sie in der Umgebung nach großen verschlossenen Truhen, die von anderen Überlebenden zurückgelassen wurden. In der Regel stehen sie auf Dächern außer Reichweite der Zombies. Sie enthalten Waffen und andere wertvolle Dinge. Danke für die Info. Was ist mein Überlebenssinn? Dort müssen wir rennen. Da unten ist etwas. Das ist aber weit unten. Also gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg. In die hintere Zone. Wie kommen wir aber dort hinter? Das ist jetzt immer so ein bisschen da. He?
so. Die Tüche ist sicher nicht schlecht, oder? Überblick. Helfen die ihm nachher? Ich denke, der hält sich da dran. Gut, das Auto zuerst. Öffne die Haube und schließ die Batterie an. Das macht die Falle scharf. Das da. Also gut. J-Tier, ist da draußen jemand? Es ist ein Notfall. Ich bin hier draußen fürs Bike unterwegs. Crane, richtig? Hör zu. Einer unserer Kuriere wollte einen Unterschlupf für Breckens Mission vorbereiten. Er ist auf einem Hof nahe Wefa und Mirma von Zombies umzingelt. Er braucht Hilfe. Okay, ich kümmere mich. Machen wir doch. Und jetzt, wo ist das dort hinten? Und dann, spring. Und jetzt sind wir da. Das ist aber noch ein weiter Weg. Oh, Kuh brauchen. Wenn es da schon etwas hat, oder? Metallteile. Jetzt könnte man mit I unsere Waffen schon verbessern. Reparieren C, Upgrade. F6. Wieso F6? Machen wir ja nicht. Und wir wollen zurück. Meine Steuerung ist noch ein bisschen komisch so. Verstellbar. Ja, das ist natürlich wichtig. Dann kann man ablecken und sonst kann man wirklich nichts da. Wie kann man denn das Zeug? Kann man wirklich nicht. Gut. Gut, wenigstens haben wir etwas gefunden. Da wäre noch so eine Kiste, die sie da vorher gesagt haben. Ah, jetzt haben wir einen Dietrich. Bewegen Sie den Stift mit der Maus und drehen Sie den Schraubendreher mit A. Vibriert der Stift, könnte es brechen. Okay. Hola. Zack. Muss man noch. Einbrecherfähigkeit haben. Ja toll. Schlichtes Rohr. Nehmen wir uns aber. Und Zigaretten, für was auch immer die gut sind. Okay, bevor es so ja Nacht wird, hätten wir ja da hinten noch. Haben jetzt die mich gefressen? Nur weil ich dort ein bisschen rumgehangselt bin. Er ist schon ein bisschen umzingelt. Versuchen Sie, sie zu sichern. Wie sichern wir das denn noch wieder? Wie kommen wir dort rüber? Fragen über Fragen, hä? Kommen wir recht dort rüber hin? Was machen die jetzt da unten? Ich bin da. Einige Infizierte ebenfalls.
Sei vorsichtig, Craig. So, suchen wir das Zeug noch gerade. $7. Okay, danke. Oh Mann, für den kommt jede Hilfe zu spät. Okay. Erlöse ihn. Lass ihn bloß nicht. Okay, erledigt. Scheiße. Du hattest keine Wahl. Er war kein Mensch mehr. Schnell jetzt. Du musst das Licht anschalten. Nur so ist es dort nachts auch wirklich sicher. Mist. So, also gut. Das hätten wir also geschafft. Jetzt hätten wir uns aufs Dach begeben. Wie ist die Lage? Ist das Licht an? Fast. Einen Augenblick noch. Hat der da drauf oben laufen? Auf welches Dach? Der kann balancieren wie ein König, he? Ah, aber nicht runterfallen. Aber er kommt nicht durch da. So. Da wären wir also. Auf das Dach dort müssen wir. Auf das Dach dort. So, bitte greif die Kante. Da jetzt noch eine Kiste. Sonst noch etwas. Noch ein Rohr. Wie sieht das eigentlich aus da? Sieht man da die Haltbarkeit? Ah, jetzt ist es kaputt. Jetzt habe ich keinen Dietrich mehr. So schade. Mit Hilfe von Metallteilen können sie neue Dietriche herstellen. Und wie muss ich denn das machen, bitte sehr? Bitte sehr? Da steht nichts von. Von. Bau dir das, bau dir jenes. Musst du eigentlich zuerst noch lernen. Sie haben nicht verteilte Fertigkeitspunkte. Wo sind denn die Fertigkeitspunkte wieder da? Da. Also gut, dann schauen wir doch da auch gerade mal hin, wenn wir schon mal da sind. Fertigkeitspunkt Überlebensrang, Verteidigung, Wendigkeitsstufe und Kraft. Also zeig uns mal. Was haben wir denn da? Überlebensstarter-Kit. Die für seine Daten wichtigsten Dinge herzustellen. Dietrich Böller einfache Wurststände und Molotov. Ja, das sollten wir vielleicht können. Ja, die werden wir uns gerne beibringen. Und jetzt können wir da plötzlich Dietriche. Dietriche. Anfertigen. Sehr schön. Anfertigen. Sehr schön. Ist doch gut. Ich probiere auch gerade nochmal die Kiste aufzutun. Mit einer Büroklammer unten. Aber irgendwie. Das geht nicht. Ich kann es nicht. Jetzt ist der Winkel so fein ist. Ist er ab? Ist er aber wirklich? Ganz knapp. Kaffee, ist da wertvoll.
Rotzang, hast du den Zombies auf Kaffee? Ja, das machen wir dann noch. Wir müssen jetzt nämlich auf das Gebäude irgendwie dort. Aber ich weiß immer noch nicht. Wie wir am schnellsten dort hin. Aha, vom Umspringen und so kommt man Wendigkeitspunkte. Stärkepunkte bekommen wir, denke ich, vom Schlagen. Mittel. Bang, schon keine Dietrich mehr. Amo. Offen ist es, sehr schön. Was ist da drin? Ein Fechtmeister, Waffen-Upgrade. Dankeschön. Sollen wir den mal anschauen, in aller Ruhe. Sonst hat es da nichts mehr, was vor uns von Interesse ist. Nein. Jetzt sollten wir noch hier rauf. Und dann wird, denke ich, ein Funkspruch reinkommen. Oh. Hallo? Ist das so schwierig, raufzuklettern? Ich kann ja nicht sein, ich mache einfach etwas falsch. Eben. Da wären wir. Train hier. Bericht. Okay, ich habe diesen Doktor getroffen, Wissenschaftler. Arbeitet in einer Art Laboranhänger an einem Heilmittel für den Virus. Er heißt Zira. Hallo? Hören Sie mich? Positiv. Sekundärziel hinzugefügt. Deckung wahren und seine Forschungsunterlagen sichern. Bestätigen. Die gestohlene Datei hat aber noch oberste Priorität, oder? Positiv. Ein einzelner Forscher, der in einem Anhänger arbeitet, wird kaum nennenswerte Resultate erzielen. Aber falls doch, wollen wir sie sehen. Aha. Okay. Jade, fertig. Wir müssen noch mehr Unterschlüpfe vorbereiten. Wir haben schon ein paar geeignete Orte ausfindig gemacht. Spike markiert sie dir auf der Karte. Und Rain? Danke. Bitte. Zurück zu dir, Spike. Jetzt zurück zum Wesentlichen. Mach die nächste Falle scharf. In der Nähe ist noch ein Auto. Okay. So, mit drinnen. Die Straße wimmelt von Infizierten. Ja, und? Runter von der Straße. Bleib auf den Dächern, wo sie dich nicht erreichen. Sie umzingeln das Auto, Spike. Du hast doch noch Böller, oder? Wirf einfach ein paar in die Menge. Diese toten Mistkerle lassen sich leicht ablenken. Stirb! $18, danke vielmals. Also, einen Böller sollen wir reinrühren. Ein Müsli-Riegel. Der gibt Leben. Irgendetwas gibt der. Ich habe noch nicht gesehen, was. Also, jetzt sollten wir das Auto scharf machen. Und dann haben wir ja hier Böller. Wie wirf ich einen Böller? Hat mir das schon einen beigebracht, wenn ich einen Böller werfe? Geh! Würdest du mir beibringen, wie ich einen Böller werfe? Ausgewählt sind sie, kann sie nur nicht werfen. Und der da ist jetzt gleich kaputt. Die sagen Alt-Taste zum Werfen. Habe ich doch gedrückt wie ein Verrückter, drücke ich Alt-Taste. Wahrscheinlich kann ich es einfach nicht. Das wäre das Richtige gewesen. Mittlere Maustaste. Lieber noch mal einen Böller rühren.
Ah, das wären zwei gewesen, die wir dort hätten müssen machen. Wo ist denn das zweite? Ah, das wäre das dort. Okay. Wie viele von diesen Böllerkeiben habe ich denn noch? Mal hin da. So, reingüchseln. Wir sind mit dem Auto fertig, Spike. Weiter so, dann schaffst du es vielleicht. Okay, die nächste Falle ist nicht weit. Es versteht sich von selbst, aber lass dich nicht im Freien erwischen. Spike, die Biester sind überall. Falls ich eine Falle brauche, wie aktiviere ich sie? Kannst du nicht. Wie gesagt, die sind nur für die Nachtmission. Mist. Na gut. Gerade auf die falsche Seite geflüchtet. Wir müssen nämlich dort hindern. Diesen Drecksviecher hier. Ich wäre eigentlich lieber gerne ein bisschen höher. Die Drecksviecher sind wirklich nämlich überall. Und jetzt? Ein Sprung dort drüber. Boah! Das schaffe ich nie. Wo sind wir denn da gelandet? Kann man auf den runterjumpen? Dann ist er hinüber. Jumpen lieber hier runter. Hoppla! Immerhin noch klettern, nicht springen. Dann geht es einfach. Das ist aber noch ein riesen Weg, den die so dann hinter sich bringen heute Nacht. He? Oh oh. Geht er wieder runter da. Heb dich! Also, da wären wir. Wo ist sie, die Lichtfallen? Ja, und wie die Lichtfallen ausgelöst werden, das seht ihr in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.